Hey Leute, euer Alex hier und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Studiumabbruch. Wieso ich denke, dass viele von euch ihr Studium abbrechen sollten. Klingt krass, ist es auch. Wenn ihr Interesse habt, das zu sehen, bleibt dran. Schön, dass ihr noch da seid, lasst uns weitermachen. Der Grund fürs heutige Video ist, dass ich heute die vermutlich beste Mitfahrgelegenheit meines Lebens hatte. Ich bin bislang etwa 20, 30 Mal mit so einer Mitfahrgelegenheit in eine andere Stadt gereist. Heute war es von Stuttgart nach Mannheim. Und auf dem Weg von Mannheim nach Stuttgart zurück hatte ich die besten drei Mitfahrer, die ich hätte haben können. Wir haben die geilsten Themen besprochen und heute möchte ich euch das Ganze nahelegen. Und zwar hat der erste angefangen zu erzählen von seinem Studium. Er hatte insgesamt bereits drei Studiengänge, die er allesamt abgebrochen hat. Den ersten nach einem Semester. Danach hat er den Studiengang gewechselt, dann nach vier Semestern abgebrochen und dann nach schon wieder einem Semester auch den dritten Studiengang abgebrochen. Und die zweite Lady meinte, hey fuck, du hättest es eigentlich durchziehen sollen, vor allem da, als du dich schon im vierten Semester befunden hast, wieso hast du das nicht gemacht? Und er meinte, hey, irgendwie wollte ich nicht, keine Ahnung, ich war nicht mehr ganz dabei, das war auch nur noch so ein halbes Studium für mich, ich konnte es einfach nicht mehr und habe es dann abgebrochen. Und auch sie, komischerweise, hat bereits ein abgebrochenes Studium hinter sich und steckt jetzt inmitten des zweiten und ist wieder am Überlegen, fuck, eigentlich doch nicht meins. Ich finde nie was, was mir gefällt und ich sollte das eigentlich durchziehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also habe auch ich von mir angefangen zu erzählen und wie ihr wisst, habe auch ich mein Studium damals abgebrochen, was allerdings was Gutes war, weil ich für mich gemerkt habe, hey, diese BWL-Schiene ist wirklich nichts für mich. Und ich habe durch diesen Abbruch, durch diese kleine Kurskorrektur auf meinen jetzigen Weg gefunden und ich fühle mich super wohl damit. Es gibt immer weiter diese kleineren Kurskorrekturen im Leben und auch mal abzubrechen ist absolut nicht schlimm, weil es führt einen dann wiederum auf den richtigen Weg. Jetzt ist es so, dass der Typ mittlerweile sich vom Fabrikarbeiter zum Schichtleiter voranentwickelt hat und sein Chef ihn jetzt mehr oder weniger zu so einem Fernstudium drängt und man hat es in seiner Stimme wirklich schon erkannt, dass er eigentlich gar keinen Bock auf das Studium hat, aber er meint, hey, ja, irgendwie drängt mich mein Chef dazu und vielleicht ist es ja doch was Gutes und vielleicht doch sollte ich ja doch studieren, schließlich habe ich mein Abitur. Und die Lady neben mir meinte, hey, vielleicht ist ja Studieren gar nichts für dich. Und hier kommt jetzt nämlich der Punkt, wo meine Erfahrung ein bisschen ins Spiel kommt. Ich habe mein Studium abgebrochen, bewusst, selbstbewusst, obwohl ich mich vorher auch habe von meinen Eltern dazu drängen lassen und ich unterbewusst wusste, hey, Studieren ist eigentlich gar nichts für mich. Erstens hatte ich das Auswendiglernen nach der Schule komplett satt. Auf der anderen Seite habe ich mich so zum Fitnessexperten entwickelt, dadurch, dass ich mein Studium abgebrochen habe, weil ich nämlich statt dem BWL noch viel mehr in meine Leidenschaft Fitness, Ernährung, Gesundheit gehen und tauchen konnte und mir Bücher holen konnte und noch viel, viel, viel mehr darüber lesen konnte. Nichts, was mir festgeschrieben wurde, sondern nur die Dinge, die mich interessieren. Und wenn ihr mich zu den Themen fragt, dann werde ich euch mit Gewissheit 99% der Fragen beantworten können. Und da ist nämlich der Knackpunkt. Die Lady, die mit mir im Auto saß, fragt sich, soll sie ihr Studium abbrechen? Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und sie weiß es aber nicht, weil eigentlich sollte sie es ja durchziehen. Sie hat ja schon ein Studium abgebrochen. Und ich sag euch, brecht euer Studium ab. Weil wenn ihr eine Sache gefunden habt, für die ihr wirklich bluten würdet, dann seid ihr euch dessen sicher. Alles andere sind nur halbe Sachen und es lohnt sich nicht, überhaupt Energie in halbe Sachen zu stecken. Stellt euch vor, ihr lernt gerade einen neuen potenziellen Partner kennen und es fühlt sich irgendwie so an, als sei es nur so eine halbe Sache. Irgendwie zeigt die Person kein Interesse und wieso denkt ihr dann um Gottes Willen an heiraten mit dieser Person? Und das gleiche ist es mit diesem verdammten Studiengang. Ihr spürt, dass es nichts Ganzes ist und trotzdem wollt ihr das Ganze durchziehen, auf Teufel komm raus und euer ganzes Leben darauf fokussieren und eure Zukunft danach ausrichten. Also überlegt nochmal, wo steckt da die Logik dahinter, einen Partner zu wählen, ihn zu heiraten, wenn du von Anfang an merkst, dass da keine, die Chemie nicht stimmt und dass es nur so eine halbe Sache ist. Und wieso sollte es bei irgendeinem Bereich im Leben anders sein? Genauso eben auch bei der Berufs- und Studiumwahl. Also geht nochmal in euch, fragt euch, ist dieser Studiengang eine ganze Sache? Will ich wirklich mein ganzes weiteres Leben oder einen großen Teil davon diesem einen Themengebiet widmen oder nicht? Fragt euch so, wie ihr es euch fragen würdet, wenn ihr vor einer Partnerwahl steht. Und wenn es nicht euer Ding ist, dann tut nicht mir den Gefallen, sondern tut euch selbst den Gefallen und brecht das Ganze ab. Mir ist es egal und allen anderen wird es egal sein, was für ein Leben ihr lebt, aber euch selbst sollte es doch wichtig sein, ob
ihr glücklich und zufrieden, vor allem in so einem großen Bereich eures Lebens seid, wie dem Beruf. Wie soll denn eure Ehe mit diesem Beruf nachher funktionieren, wenn es noch nicht mal die anfängliche Partnerschaft hinbekommt? Fragt euch das mal wirklich ernsthaft. Und was ich noch richtig interessant fand, ist, dass die Lady neben mir mit einer der besten ihres Abiturjahrgangs war. Verglichen zu mir mit meinem 3,1er Abiturschnitt, der eigentlich gar nicht so gut war, befinde ich mich an einem weiteren Punkt in meinem Leben, als sie es tut. Also ihr seht, Noten geben nicht unbedingt Ausschlag über die Zukunft und Sicherheit und wie wohl man sich fühlt. Ihr müsst Dinge ausprobieren und wenn sie euch nicht passen, euch dagegen entscheiden, weil euch auch das nach vorne bringt. Jedenfalls hat sie dann gemeckert, dass sie nichts finden kann, was ihr gefällt. Und es ist Schwachsinn. Es gibt für jeden von uns hier draußen etwas, was uns gefällt. Das Problem ist nur, dass wir inspirationslos sind. Uns fehlt nur dieser zündende, inspirierende Gedanke. Weil jeder von uns hat Hobbys, Talente, Leidenschaften und wir müssen die ganzen Sachen vertiefen. Nur weil es einen Job da draußen noch nicht gibt, heißt es nicht, dass es nicht realistisch ist, das Ganze umzusetzen. Ihr müsst einfach mal auf kompletten Umwegen denken und viel, viel weiter denken, das Ganze vielleicht ein bisschen weiter herholen. Und da will ich euch mal zwei Beispiele nennen. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen Anime-Fans sind. Ich persönlich bin es nicht. Und wer von euch denkt, dass ein Anime-Fan ein Porsche fahren kann und über 100.000 Euro im Jahr an Umsatz machen kann? Es ist nicht nur so, dass dieser Anime-Fan ein Porsche fährt und über 100.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Dieser Anime-Fan ist auch noch ein guter Freund von mir und er ist sogar so alt wie ich. Das bedeutet, er ist 24 Jahre jung. Aber weil es seine Leidenschaft ist, hat er sich tiefer mit dem Gedanken auseinandergesetzt, hat geschaut nach Möglichkeiten, Inspirationen und so weiter, wie man das Ganze umsetzen kann und hat jetzt einen erfolgreichen Online-Shop, wo er Anime-Sachen kauft und verkauft. Also das einfachste Business-Prinzip, was überhaupt existiert, ist regelmäßig auf der Gamescom mit seinem Anime-Stand und. Also nehmt euch das zum Beispiel. Eine brotlose Kunst wie ein Anime-Fan zu sein, kann euch so viel Geld einbringen. Allerdings ist die Voraussetzung, und es ist die einzige Voraussetzung, ist, dass wir entweder ein Hobby, ein Talent oder eine Leidenschaft für diese Sache haben. Und ganz ehrlich, für alles andere lohnt es sich überhaupt nicht zu bluten. Geschweige denn, möchte irgendjemand von uns für diese Sache bluten. Aber vertraut mir, dass wenn ihr eine Sache habt, die euch Spaß macht, dann werdet ihr das spüren. Und wenn es sich lohnt, für diese Sache zu bluten, dann ist das nur der Fall, wenn es euer Hobby, euer Talent oder eine eurer Leidenschaften ist. Und nur um euch ein weiteres Beispiel zu zeigen, wie weit man eigentlich denken kann, will ich euch noch eine kleine Story erzählen. Und zwar stellt euch vor, was ist euer Traumberuf? In meinem Fall wäre es jetzt Fitness, Ernährungs-, Motivationscoaching. Stellt euch vor, ihr habt ein Idol. Wenn ihr Sänger sein wollt, dann mag das meinetwegen Rihanna sein. Wenn ihr jetzt an Rihanna postalisch nicht rankommt, weil sie so viel Fanpost bekommt, dann nehmt euch halt einen kleineren Sänger, aber jemand, der auch schon Erfolg hat. Und was ihr jetzt macht, ist, da das euer Traum ist, ihr geht auf diese Person zu. Jede Person wird euch dankbar sein, dass ihr auf sie zukommt und sie fragen wollt. Was ihr macht ist, ihr schreibt ihr, ruft sie an, ruft ihre Sekretärin an oder seine Sekretärin, ganz egal. Und sagt, dass ihr die Person gerne auf ein Essen einladen wollt. Die Person muss sich keine Umstände machen, weil ihr das während ihrer Mittagspause macht. Das heißt, sie vergeudet keine Zeit und ihr wisst, wie kostbar die Zeit eures Idols ist. Ihr ladet sie zum Mittagessen ein, wollt sogar das Menü bezahlen, kommt sogar extra zu der Person und lässt sie von mir aus auch ihr Lieblingsrestaurant auswählen. Sie verbraucht absolut keine Zeit, weil das Ganze während der Mittagspause geschieht und ihr könnt alle Fragen der Welt stellen. Und jetzt stellt euch das mal einfach aus der anderen Perspektive vor. Stellt euch vor, ihr seid diese Person und so ein kleiner Typ, so ein kleines Mädel kommt auf euch zu und sagt, hey, ich bewundere dich so sehr, ich tu alles, nur damit ich ein bisschen was von dir lernen kann. Ich zahle sogar dein Mittagessen, du brauchst keine Zeit, ich komme sogar auf dich zu. Nimm dir einfach nur die Mittagspause frei und ich möchte dir einfach nur ein paar Fragen stellen und du kannst mir vielleicht ein bisschen helfen. Natürlich sagt ihr da ja. Also ihr merkt, wie weit man denken kann. Wenn ihr Inspiration braucht, dann fangt mit diesem einen Beispiel von mir an. Ihr wisst nur die Richtung, in die ihr gehen wollt, den Bereich, aber ihr habt keine Ahnung, wo ihr anfangen sollt. Dann sucht euch eine Person, die schon erfolgreich ist in dem, was ihr machen wollt und geht genau nach diesem Prinzip. Und ich verspreche euch hoch und heilig, die Person wird nicht Nein sagen, weil es für jeden eine Ehre ist,
einen so ambitionierten Menschen zu sehen, der dir komplett entgegenkommt und alles, was du tun musst, ist ihm ein paar kleine Fragen beantworten, da sagst du nicht nein. Also um das nochmal zusammenzufassen, wenn ihr merkt, euer Studium ist nichts für euch und wenn ihr nur den leisesten Gedanken an einen Abbruch habt, nicht weil es nicht euer Themengebiet ist, sondern wirklich, weil ihr spürt, absolut geht gar nicht, dann vergeudet keine weiteren Gedanken, sondern brecht den Scheiß ab. Dann geht bitte nochmal in euch, fragt euch, was sind eure Hobbys, eure Talente, eure Leidenschaften und setzt euch mal wirklich damit auseinander. Lernt so viel es geht über diese Sachen, lest Bücher, holt euch Input, ganz unabhängig von dem Lehrplan, sondern schaut selbst und schaut euch nur die Dinge an, die euch interessieren, weil wichtig ist nur, dass ihr Experten in den Dingen seid, die euch interessieren und so wird euer Job irgendwann mal auch Spaß machen. Und dann zu guter Letzt, schaut, welche Personen in dem Bereich, in dem ihr gerne erfolgreich wärt, sind es schon. Kontaktiert sie auf die Art und Weise, wie ich es euch gerade beschrieben habe. Und versprochen, ihr kriegt so viel Inspiration, ihr ertrinkt fast darin. Peace out.